Und jetzt. Und? Oder vielleicht hier? Nice! Yes! Okay, also auf die Maschine. Ja. Ah, okay, verstehe. Ich habe nur eine begrenzte Zeitspanne. Kann ich das... ups. Nein! Ich kann es deaktivieren und dann kann ich schnell versuchen, die Sachen zu öffnen. Zack. Okay. Wieso flüchtet ihr nicht? Hallo? Macht ihr Witze? Moment, vielleicht muss ich eine Kombination aus beidem machen. Vielleicht erstmal Feuer aus und jetzt, während das Feuer aus ist, schnell den Schockzauber hinterher. Ah, nice! Dann gibt es erst gar keine Explosion. Okay. Brachte den dädrischen Ofen zum Überladen und Explodieren. Allerdings wurden dadurch die Opfer, die sich noch in der Maschine befanden, unglücklicherweise getötet. Oh, jetzt kam die Explosion. Hä? Hä? Lass mich nochmal neu laden. Ich hab doch euch alles aufgemacht. Oh, die... Warte, oh, oh. Die Sklaven marschieren hier einfach raus. Dann lass mich kurz die Leute hier noch killen. Lass die Sklaven in Ruhe, die ich gerade befreit habe, du Drecksau. So. Sie hat auch die Sklaven direkt angefangen anzugreifen? Ich meine, verständlich, es waren ihre Sklaven. Aber lass mich kurz... Da ist noch einer. Nice. So, ach guck mal, die haben aber nichts gegen die Sklaven hier gemacht. Gut, gut, gut. Okay, nice. Das sollten alle Wachen gewesen sein. Zumindest hier oben alle. Ich weiß nicht, ob da unten noch welche rumlaufen. Puh, bevor ich aber irgendwas hier nochmal in die Luft jagen werde, lasse ich mir alle Zeit der Welt... Ich meine, ich war jetzt schon... Damit! Okay, funktioniert nicht immer. Möchtet ihr jetzt vielleicht gehen? Ein paar von euch habe ich ja schon befreit, aber... Keine Antwort, immer nur keine Antwort. Aber guck mal, ein paar sind gegangen. Leute, ich mache euch einfach... Oh, Sklaven befreit. Guck mal. Ist wahrscheinlich... Ich weiß nicht, mache ich irgendetwas falsch? Mache ich irgendetwas falsch oder sind einige der Sklaven einfach hoffnungslose Fälle? Oder so. Was ist das hier? Treppe runterfahren, oder? Nö. Guck mal, die sieht aus, als ob sie in einem Wellness-Hotel wäre. So richtig die Augen zu, entspannt. Düppidü. Also bevor ich hier irgendwas noch wieder in die Luft jage, versuche ich erstmal so viele zu befreien, wie es nur irgendwie geht. Weil das ist gerade ein bisschen blöd. Mir extra die Mühe gemacht hier mit diesem verdammten Seelenfallenzauber. Und dann will irgendwie niemand von denen befreit werden. Oder nur extrem wenige von ihnen wollen mir hier rauskommen. My soul is badly burned. Maybe I can still live with what's left. Komm schnell raus. Du auch. Cut fucking... Komm. Colorless. Ja, also das sind die Leute, die schon so ihre Seele quasi aufgegeben haben. Gut, wahrscheinlich... Vielleicht habe ich zu lange gebraucht? Nein, oder? Einige von ihnen haben schon den... gesamten Verstand verloren. Ich meine, wir wurden ja auch vorher schon gewarnt von dem anderen Sklaven, dass für einige Leute es einfach schon zu spät ist. Und dass sie nicht mehr gerettet werden können. Was mich jetzt nur... Nein! Was mich jetzt nur... interessieren würde, wäre tatsächlich, hätten wir mehr befreien können, wenn wir schneller gewesen wären? Wer weiß. Und für dich 24 Sklaven befreit. Ja, da steht jetzt Sklave befreit, aber die war schon tot.
Okay, Leute, tut mir leid. Ich habe wenigstens ein paar. Jedes Menschenleben zählt. Absolut. Jedes Menschenleben zählt. Ich konnte euch leider nicht rausholen. Ich hätte euch gerne allein schon rausgezogen. Auch wenn ihr nicht gewollt hättet, hätte ich euch gerne rausgezogen. Damit ich irgendwie euch noch ein bisschen retten kann. Auch wenn man da natürlich wieder argumentieren könnte, dass das vielleicht ein Leben gar nicht mehr wert ist. So wie sie nur noch eine kaum bis gar nicht vorhandene Existenz irgendwie vor sich hin, ja, leben? Kann man das Leben nennen? Wahrscheinlich nicht. Vor sich hin existieren? Wahrscheinlich haben wir ihnen sogar einen Gefallen getan. Ich habe alle dädrischen Öfen in Nenny und Will zerstört. Ich sollte nun zurückeilen und mich mit Königin Alessia treffen. Alles klar. Gut, aber bevor wir das tun, ist hier unter eine Sklave, einer der wenigen Sklaven, die ich hätte noch befreien können. Der wurde leider von der Sklavenmeisterin hier vernichtet. Aber die Rüstung sieht... Damn, son! Aber die Rüstung sieht ja hammermäßig aus, also. Und nicht nur die Rüstung, if you know what I mean. Das Problem ist nur natürlich, ich kann das Ding überhaupt nicht mit mir rumschleppen. Das ist viel zu schwer. Aber ich würde gerne gucken, wie es an mir aussieht. An mir als waschechten Kerl. Oh! That ass, though. Nice. Ich bin so schön. Guck mal hier, wie der... Instant-Geschlechtsumwandlung hier wieder. Das erinnert mich an Orden des Drachen, als ich die einen Roben, die Tänzerinnengewänder angezogen habe und dort mein männlicher Charakter auch sofort in weiblich verwandelt wurde. Nice. Also so geil die Rüstung auch aussieht, ich denke, für meinen Charakter kommt sie nicht in Frage. Aber, mein lieber Charlie, mein guter Schütze, du hast da hier... Also, was für ein Gerät. Was für ein Gerät. So, okay. Stylisches Ding, kommt aber für mich nicht in Frage. Ich glaube, ich bevorzuge eher das hier. Zumindest für diesen Charakter. Das andere, das... Ich sag mal, das Geringste, was ich dazu sagen kann, ist, dass es leicht unpassend war. Guck mal, das ist so magisch, das schwebt sogar. Oh, und hier, der Brustpanzer war sogar Push-Up. Guck mal hier. Also direkt mal ein bisschen größer gefaked hier. Yeah, ich weiß Bescheid. Alter Walter. Oh Gott. Ich kann nicht mal mehr einen verdammten Walerstein tragen. Okay, ich habe bei der einen Händlerin hier noch ein offenes Buch gekauft. Weil das so einen besonderen Namen hatte. Das schmeiße ich mal weg. Dann sollte ich wieder genug tragen können. So, und dann lass mich mal noch ein bisschen Gold hier looten. Und allgemein, was für Stuff ihr hier sonst noch hattet. Und da, achso, siehst du hier wieder offenes Buch, das will ich nicht mitnehmen. Als ich auf der Suche nach den Zaubern war, oder nach dem einen Zauber, da habe ich mich nämlich auch ein bisschen umgeschaut, was generell die Händler so haben. Und die eine hatte einfach nur offenes Buch. Einen weiteren besonderen Namen hatte das nicht, aber das hatte mich auf jeden Fall neugierig gemacht. Warte, soll ich hier lang? Nope, dann gehen wir auf jeden Fall hier lang. So, haben wir noch irgendjemanden hier drin? Oh, das sieht hübsch aus. Irgendjemanden hier drin? Hallo? Nee? Okay. Oh, guck mal. War wohl von der... Wie ist die? In Dalil oder so? Menschlicher Sklave. Das war wahrscheinlich so ihr Haussklave. Oh, man. Das war ihr persönlicher Raum. Warte, vielleicht finden wir dann noch irgendwas Besonderes. Große Seele, sehr gut. Große Seelen muss ich weiterhin aufsammeln, nicht vergessen. Die brauche ich dann für meine aktuelle, neue, frische Ausrüstung dann. So viele Walersteine, schade, dass ich keine mehr mitnehmen kann, weil ich überbelastet bin. So, okay. Das hier finde ich auch sehr geil, ich weiß nicht, was das sein soll. Vielleicht sowas wie eine Fackel? Kann man den Stein oben zum Leuchten bringen? Das wären mega geile Raumbeleuchtungen im Vergleich zu den Kerzenständern. Würde ich auch gerne mitnehmen und mir einrichten. Oh. Oh, okay. Ich dachte schon, oh, kann ich hier vielleicht irgendwas aufmachen oder beleuchten?
Hört ihr die Geräusche? WTF? Was war... nee, kein Extragang hat sich hier eröffnet oder so, deswegen habe ich auch nochmal hochgeguckt. Dieses Reibegeräusch davon war so lang wie die Säule in meiner Hose. Tut mir leid, dass ich dachte, dass ich da noch irgendetwas anderes geöffnet hätte. Gut, aber was wollte ich gerade sagen? Genau, ich brauche große Seelen, damit ich mir meine neue Eileiden-Rüstung verzaubern kann. Das wird dann nämlich auch meine neue Rüstung sein. Leute, ich glaube, in der Aufnahme habt ihr das noch nicht gesehen, oder? Habe ich das gezeigt? Ich glaube nicht. Ich habe mir die Eileiden-Rüstung nochmal angeschaut. Oh, das sieht so geil aus. Ich hatte gleich mal ein paar Nerdgasms, als ich die ausprobiert hatte. Das sieht so hammermäßig aus. Ich freue mich schon wahnsinnig, das Ding zu verzaubern und dann tragen zu dürfen. Und das wird dann auch natürlich gleichzeitig das Andenken an diese supergeile Mod sein. Als Andenken eine supergeil und stylisch aussehende Rüstung. Das... so, mach doch uff. Das wird sich mehr als gelohnt haben. Und was ist ein perfekteres Andenken als eine richtig hammermäßig aussehende Rüstung? Oder auch Waffe? Oh Gott, Leute, bitte bringt euch nicht um. Oh nein, oh nein, oh nein, oh fuck. Ich weiß auch nicht, wie ich das verhindern kann. Wie kann ich die Falle unten halten? Keine Ahnung. Warum? Wo lauft ihr hin? Oh fuck. Ein Sklaven hat's getötet. Fuck. Na, komm schon. Du schaffst das! Hier gibt's ja keinen Schalter, womit ich diese Stammfalle ausschalten kann. Damn it! Alle sind gestorben! Oh nein! Oh, ihr seid einerseits Hohlbratzen, aber andererseits, ich kann's ja auch nicht... Ich kann's ja echt nicht ausschalten. Oder? Nee, hier in dem Raum ist nirgendwo ein Schalter oder irgendetwas. Ah, fuck, ich habe noch eine andere Idee. Lass mich mal... Ich weiß, diese Sklaven haben nichts Besonderes zu sagen. Es bringt mir nichts außer Geld, die zu befreien, aber... Mein Gewissen ist einfach zu schlecht, wenn ich jetzt mir all die Mühe gemacht habe, um diese Säcke zu befreien. Ich habe mir all die Mühen gemacht und all das einfach nur dafür, dass sie mir sofort wieder sterben. Dass mir über die Hälfte der Sklaven sofort wieder stirbt beim Rausgehen. Nein! Ich habe noch eine Idee. Eine Idee habe ich noch. Und zwar, ich will versuchen, mit mir selbst die Falle zu aktivieren. Kurz bevor sie da langlaufen, damit sie schnell rüberlaufen können. Während die Falle oben ist. So, jetzt speichern. Lass mal probieren. Komm her. Ja, gut so, gut so. Und dann, ups. Ups. Genau, sammelt euch hier an. Und lauft jetzt schnell rüber. Lauft! Lauft doch! Fucking Christ. Haben es alle geschafft? Oh yes! Da drauf ist noch die eine Eileiden-Dame. Hier ist kein Sklave mehr. Nein, einer. Okay. Letztes Mal sind mir drei gestorben. Jetzt, okay, mit einem kann ich leben. Oh Mann, dass ich so leichtfertig mit Menschenleben umgehe. Nee, oh, okay, huh. Ich dachte, hier wurde noch einer zerstampft und ist dann hier irgendwie so hochgefetzt und geflogen. Gut, okay. Ich habe mein Bestmöglichstes getan, Alessia. Ich konnte es nicht besser machen. Aber, meine lieben Sklaven, ich hoffe, ihr schafft es, den Weg zu Alessia zurückzufinden. Ich denke, es ist an der Zeit für den Sturm auf den Weißgoldturm. Wir haben die Öfen beseitigt. Ich habe alles gegeben. Ich habe extra mich noch hier umgeschaut, um Seelenfallenzauber zu holen und irgendwie noch wenigstens ein paar Leute zu retten. Jedes Menschenleben ist den Umstand auf jeden Fall wert.
So wie ich mit meinem Bogen rumlaufe, sieht man ja immer, wie ich das zu schätzen weiß. Mit dem Leben und so weiter. Ich möchte keinen Krieg. Pelennor has stormed off to White Gold Tower, exactly as the legend said he would. Alicia wants to see you urgently. I'm sure it's about Pelennor. Okay. Alessia, was ist hier los? Ich nehme an, ich soll ihm irgendwie helfen oder zumindest von hinter den Kulissen ein bisschen aushelfen. Hallo? I'm glad that you are back. Pelennor has failed to destroy the Daedric furnaces at Kemen, and the spirit barrier is still intact. Furthermore, I fear that his life is in danger. Because of this unexpected development, there is now another critical task for you to complete. Noch ein Ofen? Oh nein! Pelennor, du bist nutzlos! Kemen? Do not concern yourself with Kemen. Olmgird the Outlaw was first to return, so I sent him to Kemen to complete the mission that Pelennor did not. Once he succeeds, the Spirit Bearer will be brought down, and we will storm the Tower of White Gold. Okay, also Kemen war der Name der Ruine, wo Pelennor versagt hat. Okay, alles klar. Würde mich nicht wundern, wenn ich der Letzte war, der mit dem Ofen fertig wurde. Morihaus? He was successful in destroying the Daedric furnaces at Windir. He is now preparing our army for attack. Solange wie ich nach den Zaubern gesucht habe, da verging ja fast ein ganzer Tag. So, was ist jetzt mit Pelennor los? Der ist dahin gerannt und was ist nun meine Aufgabe? Shortly after you departed for Nenyond Twill, a messenger came looking for him. Apparently, Umaril the Unfeathered issued him a challenge. Never one to back down, he stormed off to the Tower of White Gold on his own. Oh nein. Und wir wissen ja, wie der Kampf ausgegangen ist. Er ist durch die Barriere gekommen? Wie denn? Yes, indeed he did. He was allowed to walk through the barrier unimpeded, but none of our soldiers were able to follow. Pelennor's reputation for destruction is well known, and the aliens would certainly not allow him into the capital, unless they were well prepared. I am therefore certain that it's a trap, and that is why I need you to investigate. Ich würde selbst auch sehr gerne wissen, ob Umaril irgendeinen bestimmten Trick vielleicht verwendet hat, um Pelennor zum Fall zu bringen. Aber ihm irgendwie helfen oder seinen Fall zu verhindern, das können wir ja nicht. Oder sollten wir nicht, weil damit würden wir ja die Zukunft und die gesamte Geschichte neu schreiben. Deswegen, egal was passiert, wir müssen es eigentlich zulassen. Untersuchung? I need you to find a means to pass through the barrier. Find Pelennor. And get him back out if he is still alive. Nein! He may be the most powerful warrior in Cirid, but his rage and conceit may blind him to dangers that are beyond even his ability to handle. Given enough time, the aliens will find a way to defeat his immortality, and therefore we cannot wait until Olmgird destroys the furnaces at Kemen. If you have any questions about this task, please ask them now. Otherwise, may the Eight speed you on your way. Ja, aber... Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, dass wir die Zukunft damit beeinflussen. Außer natürlich, Pelennor ist eigentlich erst später im Zeitverlauf gestorben. Dann könnte man natürlich das wieder rechtfertigen, so nach dem Motto, es ist eigentlich noch nicht Pelennors Zeit gekommen, laut Geschichte. Aber ansonsten würde ich eigentlich ungern eine geisterhafte Barriere. It appears to be played on Nexus to Meridia's realm. We've seen the occasional Auroran pop in or out of existence at the barrier. Perhaps passing through it requires similar abilities as planar travel to Meridia's realm. Okay, dann ist nur die Frage... Okay, das kann ich dich nicht fragen. Ist nur die Frage, ja, wie reisen wir dann in Meridias Reich? May the Eight guide your way. Okay. Vielleicht zur Statue von Meridia gehen, oder was? Ich weiß nur nicht... Nee, das war nicht Meridia, das war Namira. Nee, oder irgendjemand anderes. Okay, pass auf. Naomi, hast du mir noch irgendwas Neues zu sagen? Oh, das ist eine Wand, das ist nicht Naomi. Möchtest du mir noch irgendetwas sagen? You're going after Pelennor, aren't you? Ja. Möchtest du mitkommen? Must you go? You can't save Pelennor without changing history. So it makes no difference whether you go or not. Eben, habe ich auch gesagt. And the aliens. They're going to kill Pelennor and do terrible things to him. I don't want to see the same happen to you. No. Ist sie nicht eine Süße?
Ich muss mich, ich zu meinem Schicksal, nein. Ich würde jetzt eigentlich gerne sagen, okay, alles klar, dann sind wir hier fertig. Es ist mein Schicksal, ihm zu folgen. Ja, ist es das? Kommt auch jetzt drauf an, an was für eine Zeittheorie man glaubt. Man könnte jetzt entweder sagen, ja, wir dürfen nicht eingreifen, nicht dahinlaufen, damit Pelinal stirbt und der Verlauf der Geschichte keine Veränderung annimmt, weil wer weiß, was für Wellen die Vergangenheitsveränderungen noch nach sich schlagen könnte in Zukunft. Oder die andere Zeittheorie besagt ja, ich muss jetzt zu Pelinal laufen und da reinrennen zu ihm, weil nämlich die zukünftige Geschichte verlässt sich darauf, dass, oder die noch weiter zukünftige Geschichte verlässt sich darauf, dass jemand aus der kürzeren Vergangenheit oder aus der nicht so weit zurückliegenden Vergangenheit in die weiter zurückliegende Vergangenheit reist, um hier einzugreifen, damit die zukünftige Zukunft überhaupt erst möglich ist und korrekt ist. Ne? Also, ich hoffe, ihr habt das verstanden. Wenn nicht, dann nicht schlimm. Aber es gibt ja mehrere Theorien zur Vergangenheit und wie das wäre, wenn man was beeinflussen würde. Deswegen könnte sein, dass es jetzt so vorhergesehen ist, dass wir das trotzdem machen müssen. Könnte aber auch sein, dass es besser wäre, wenn wir es nicht tun. So, es ist mein Schicksal, ihm zu folgen. Then promise me you'll be alright. Promise me that I'll see you again. Oh je, ich versuche es, ich verspreche es. Please, stay safe. Zur Barriere. I know you've made up your mind and I can't stop you from going. Queen Alicia says that someone with the ability to enter Meridia's realm might be able to pass through the barrier. At Gallus Molitor. You followed Umaril into another realm, didn't you? Whatever you did there, maybe you should try it again. Stimmt. Das wäre auch noch eine Idee, da war ja sowas. Please, stay safe. And remember, I'll be waiting here for you. Aha. Das habe ich gerade eben nicht gehört. Ich muss da nochmal reinhören. Dieses... Wie schön, euch zu sehen. Ich, L-I, Punkt, Punkt, Punkt. Aber ich finde es echt klasse, was für eine Verbindung man auch zu Naomi aufbaut. Zumindest, ich meine, es ist ja nicht leider, leider nicht so lang unser gemeinsames Abenteuer. Aber selbst in der kurzen Zeit... Das ist die einzige, die sich darum schert, wie es uns geht und was wir alles erleben und durchmachen müssen. Die anderen sehen das nur als Auftrag, den wir erledigen müssen. Ihnen ist es egal, ob wir auch Schaden davontragen. Die liebe, liebe Naomi. Ich mag sie sehr. Wollt ihr nicht weiter runterlaufen? It hurts. Okay. Ach, ich habe jetzt bei Alessia gar nicht irgendwie meine mögliche Belohnung zu den drei Sklaven eingesammelt. Ich meine, es ist nicht viel, aber besser als gar nichts. Und ich sage auch überhaupt gerne mal Bescheid, dass ich es getan habe. Da einfach, dass sie weiß, dass wir da im Einsatz sind. Here is your reward. So, dala. Gut, haben wir noch ein bisschen was bekommen. Und jetzt ist es an der Zeit, meine Freunde. Es ist an der Zeit, offiziell zum Weißgoldturm zu gelangen.